Hallo zurück zu Friede, Freude, Smartphone. Wir machen weiter mit unserem iPhone-Kurs und heute machen wir die Aufgabe 9. Füge Anne deinen Favoriten hinzu, überprüfe in der App Telefon die Liste deiner Favoriten. Favoriten haben wir in Aufgabe 5 schon kennengelernt und hier oben, da ist so ein kleines i und da habe ich die Aufgabe 5 für Sie nochmal hinterlegt. Ja, beim letzten Mal, da haben wir uns die Nummer von Anne gespeichert. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie Anne zu einem Ihrer Favoriten machen und die Anne dann in Ihrer Favoritenliste auf Ihrer App Telefon angezeigt wird. Um Anne als Favorit hinzuzufügen, müssen wir als erstes die App Kontakte öffnen. Ich tippe also hier auf die App Kontakte und in der App Kontakte tippe ich auf die Zeile Anne Schöne. Sie sollen hier immer nur ganz kurz tippen. Wenn Sie etwas länger auf diesen Kontakt tippen, dann bekommen Sie sofort ein Auswahlfeld und könnten jetzt an Anne eine Nachricht senden, sie sofort anrufen, einen Videochat mit ihr starten oder ihr eine E-Mail senden. Ich will Anne aber zu meinen Favoriten hinzufügen, deswegen tippe ich sie nur ganz kurz an. Jetzt gehe ich hier nach unten in Annes Kontakt und hier finde ich die Zeile zu Favoriten. Und das ist ihr Bildschirm 1 und hier gibt es auch wieder einen Aufkleber. Und dieser Aufkleber heißt zu Favoriten. Und diesen Aufkleber, den klebe ich mir hier unten rein. Dann weiß ich, wo ich tippen muss, um Anne den Favoriten hinzuzufügen. Ich tippe also hier zu Favoriten. Jetzt muss ich noch einmal auswählen, zu welcher Favoritenliste Anne hinzugefügt werden soll. Ich möchte sie gern zum Telefon hinzufügen. Ich tippe also hier auf Anrufen. Jetzt muss ich die Telefonnummer von Anne auswählen. Ich will ihre iPhone-Nummer. Und damit ist Anne den Favoriten hinzugefügt. Jetzt öffne ich noch die App Telefon und überprüfe, ob Anne auch unter meinen Favoriten erscheint. Mit dem Home-Button gehe ich hier einmal zurück zu meinem Startbildschirm, tippe hier auf die App Telefon. Hier unten im Menü wähle ich Favoriten aus. Und tatsächlich, hier ist Anne mit ihrem Foto und mit ihrer iPhone-Nummer. Um Anne jetzt anzurufen, muss ich nur einmal kurz auf diese Zeile tippen und dann wird sofort der Anruf zu Anne aufgebaut. Ja, und das war's schon für heute. Beim nächsten Mal zeige ich Ihnen, wie Sie einen Kontakt wieder löschen. Bis dahin, tschüss!